So Leute, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich euch auch täglich den Shop zeige. Jetzt erstmal zur ungewöhnlichen Zeit, fast 6 Uhr abends, aber der nächste Shop wird heute Nacht hier kommen. Und ich denke mal, ich werde mir extra einen Wecker stellen, damit ihr täglich den Shop habt. Also auch da werde ich jetzt up to date sein. Ich war erst lange überlegen, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich halt nachts aufstehen muss und um 5 Uhr morgens auf die Arbeit muss, aber ich werde es jetzt einfach machen. So, nur kurz, was den Code unten betrifft, Videobeschreibung, steht alles dazu. Und ihr wisst ja, ich gebe die nächste Zahl schon im Video irgendwie bekannt, immer mit dem Wort Code und dann die Zahl. Aber jetzt erstmal zu dem neuen Skin. Und zwar, Fortnite macht mit, danke, der Sledge. Sieht eigentlich ganz nice aus. Man darf mit dem aber nicht in der Schneewelt rumlaufen. Also da würde ich es auf gar keinen Fall machen. Aber so an sich sieht er eigentlich nice aus. Scheiße, er hat so ein bisschen was von Lego, finde ich. Mit dem Kopf und ein bisschen Star Wars. An sich echt nicht schlecht, finde ich. Hat ein bisschen was von Star Wars. So, was haben wir noch? Dann noch eine Spitzhacke. Hat die einen Effekt? Na gut, der Effekt ist inzwischen Standard, finde ich. Ach, wenn ich diese Spitzhacke sehe. Warte mal, kann ich hier das auch? Ja. Naja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Kann man hier nicht irgendwie... Muss ich jetzt immer warten, bis er rüber geskippt hat? Naja, doch, geht doch so. Ja, der Skin, naja. Ist halt, würde ich sagen, eher was für Mädchen, also für die Frauen, Mädchen, die Fortnite spielen, würde ich eher das empfehlen. Aber an sich, weiß nicht. Der Skin gibt mir irgendwie überhaupt nichts. Diese Augen, die Hose, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was ich Epic Games da gedacht habe. Oder findet ihr den okay? Also mir gefällt er absolut gar nicht. Ja. Dasselbe dann nochmal in der männlichen Grusel-Variante. Aber der Rucksack, der ist ein bisschen crazy. Der Rucksack ist schon wieder... Jo. Also ich finde, der ist eigentlich in Ordnung. Warte mal, der hat noch von den... Ah, er hat nur noch... Ach ne. Ach, der hat noch den Stil. Okay, der ist natürlich nice. Wenn dann noch so ein Clown in Schwarz-Weiß, dann wäre der eigentlich geil, der Rücken. So, und schauen wir mal, was es hier noch gibt. Ja, diese Pickaxe. Durch die Fortnite-Karten, ich kann sie nicht mehr sehen. Aber, was hat die für einen Effekt? Da ist er halt, der Ton ist fast Standard. Also haut mich jetzt auch nicht so um, die Qualle. Ja, damit fällt sie natürlich auf. Also das ist schon ein Hängekleider, den werden wir, glaube ich, nicht oft sehen. Weil Hängekleider werden in meinen Augen eh nicht so oft gekauft. Aber der hat schon irgendwie was. Aber du fällst halt deutlich auf. So, dann haben wir den Elektro-Swing wieder. Boah, wenn man es braucht. Ja, Kommando-Outfit. Tausendmal schon da gewesen, glaube ich. Wundert euch nicht, ich bin halt, was das betrifft, überhaupt nicht up to date. Weil ich habe mich eigentlich nie dafür interessiert. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viel Geld habt ihr inzwischen für Skins und etc. ausgegeben? Würde mich echt mal interessieren. Also ich bis jetzt nicht einen Cent. Ich habe mir halt Rettet die Welt damals gekauft und habe mir so meine V-Bucks erspielt. Vom anderen Account habe ich noch 4.500. Hier halt schon wieder 3,8, obwohl ich mir schon einen Skin gekauft habe für 1,5 plus Battle Pass, aber da wollte ich ja eh noch ein 100 Abonnenten Special machen, wenn wir die 100 Abonnenten haben. Ja, der Meteor, ja, naja, von der Seite sieht es schon fast aus wie ein Bienennest. So, dann haben wir noch Zündkerzenkünstlerin. Ah ja. Ja, zu ihr passt natürlich der Rucksack, aber so an sich haut der mich jetzt auch nicht so vom Hocker. So, Creator Code kann ich bei mir leider keinen anbieten.
da ich noch keinen habe. Aber ich bin gerade dabei, den zu beantragen, weil ich habe ja schon mal gestreamt auf Twitch und da hatte ich meine 3.500 Follower. Also da gucke ich mal, was ich da so hinbekomme. Aber liegt halt an Epic Games. Aber ich sage, hier der Skin, der hat schon was, aber der ist mir jetzt auch keine 1.200 wert. Weil ich bin die ganze Zeit überlegen, was ich mit meinen V-Bucks mache auf dem anderen Account. Aber hier der definitiv nicht. So, dann sage ich mal ganz kurz Code 7. Und damit habt ihr nämlich schon mal die nächste Zahl. Wie gesagt, in jedem Video werde ich den Code bekannt geben, den nächsten. Einfach wie jetzt, einfach nur Code 7. Nicht irgendwo mitten im Satz, sondern wirklich kurze Pause, der Code, dann die Zahl und dann geht's weiter. Also, wenn ich dir damit schon mal helfen konnte, auch mit dem Shop an sich, wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, du siehst ja, bei mir lohnt es sich zu abonnieren. Man kann was gewinnen. Man muss nicht zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, sondern einfach nur Video gucken, unten den Code angucken. Einfach mal ausprobieren, ob man knacken könnte. Habe ich bis jetzt so auf YouTube noch nicht gesehen. Von daher hatte ich einfach die Idee, einfach mal irgendwie ein bisschen aus der Masse rauszustechen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß mit dem Shop und haut rein.